Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele wieder mit Chantal und Bex zusammen. Guten Tag. Hallo. Ich bin die Besessenheit. Wieso bin ich die Besessenheit? Das habe ich überhaupt nicht verdient. Naja. Ach, eigentlich, wenn du schon so fragst. Es ist ein Michael und er kommt direkt zu mir. Oh, ich hatte eben schon so Angst, dass es irgend so ein Jumpscare-Killer ist. Ein Schwein oder sowas. Oh, kein Michael. Und er stalkt fleißig. Ich hab absolut keine Ahnung, wo er hin ist. Ich hasse Tier One Michael so sehr. Zum Glück ist er Tier 2. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja. Mein Herz. Standort. Mega. Ist er noch hinter dir? Ja. Hinter? Ja. Was? Hallo. Hallo, ach du bist das. Mhm. Man sieht dich ja nicht so oft als Jake. Das stimmt allerdings. Gleich. Die drei Puppen. Ja, geil. Er kommt her. Ne, da unten läuft er noch. Ja. Er ist einmal kurz reingekommen und sich umgeschaut und ist dann wieder raus. Na, jetzt hat er den anderen gesehen. Der zu Chantal hinrennt. Ich renn auch zu Chantal. Ja, mach das schon. Ich suche mal einen Generator. Ja, mach das mal. Oh, achso, das ist ja wirklich hier. Egal, komm her. Bono-Time! Ja, meinst du, ich sag das aus Spaß oder was? Bei dir weiß man nicht. Oh. Egal. Sind die alle hier auf einem Fleck? Er stalkt sich, er stalkt sich. Na toll. Leute, er kommt, ne? Ich wollte nur mal so sagen. Warum stalkt er so viel? Der bleibt doch bestimmt ewig in der 3 und tötet Gott. Dann und oh, so. Oh ja, oh Gott, scheiße, du hast recht. Hier, nein! Ja. Sorry. Und das hätte Dingens die genommen. Nein, du hast sie genommen. Ja, David stand neben mir. Der ist mir hinterhergerannt. Ja, wo ist der? Ah, da ist er. Ach, der hat einen Skillcheck verbockt, der Vollidiot. Jetzt einfach mal in den Schrank rein. Wird schon passen. Oh, okay. Okay, also er kann töten, aber geht dann sofort wieder zurück. Ja, dann hat er nur das Bruchstück dabei, ne, den ganzen Grabstein. Aber kann das jetzt bei jedem von uns machen oder ging das nur bei einem? Bei jedem, bis so lange in der 3 ist. Naja, geil. Und da bin ich ja froh, dass der mich am Anfang so gestalkt hat. Ja, er stalkt sich um mir. Mach hier mal ein Totem. Wobei ich bezweifle, dass. Naja, ich weiß es nicht. Läuft bei dir, hä? Ja. Auf jeden Fall. Ah, du bist so creepy, Gag. Nein, du bist so eklig. Du bist so widerwärtig. Du bist so widerwärtig. Hör mir jetzt gucken.
sorry. Also es sorgt sich hart, also ich werde die nächste sein. Aber ich versuche ihm keine Gelegenheit für Blickkontakt zu geben. Du machst es schon. Ja, aber es ist noch gesorgt. Geil, komm, das schaffen wir. Ich hab Adrenalin, mach den letzten Gen, zieht ihn durch und dann. Dann kommen wir hier aus der Scheiße. Okay. Du solltest Motivationsredner werden. Es steht wohl vor dir. Ja, woher weißt du das? Weil du den Perk dabei hast. Hä? Hab ich nicht gesehen. Ich hab den Perk nicht dabei. Hä, wieso sehe ich das? Also ich habe Bindung dabei, vielleicht ist es deswegen, nein, aber. Nein, ich habe nicht Verwandt dabei. Vielleicht verwirrt. Weil du die Besessenheit bist, vielleicht siehst du dann deswegen den nein. Killer. Ist er weg oder kommt er noch? Oder ist er noch da? Ich sehe ihn gerade nicht. Oder haben die den einen Perk geändert, dass man selber als Perkbesitzer alles sieht und nicht mehr, wenn jeder hängt? Kann sein. Der kommt da aus dem Haus raus, ja. Sorgt dich, Bex? Ja. Ich seh's. Total, kann sein, dass er dich stalkt. Mich stalkt er nämlich nicht mehr. Ja. In der Killerhütte ist eine Krone, aber da bin ich jetzt am. Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Vielen Dank. Okay, Tim, machst du einen Gen oder sowas? Ich bin gerade dabei, ja. Wo ist deiner? Oh, Michael hat die Krone genommen. Dieser Penner. Mein Generator ist. War quasi auf der gegenüberliegenden Seite von deinem Haken vom Gebäude. Okay. Dann komme ich mal zu dir. Ah, ich sehe dich. Ist jetzt halb fertig. Mhm. I'm on my way. Chantal, du hast Adrenalin. Ich hab gar nichts! Ach stimmt, da war ja was. Aber dafür schlägst du dich gut. Danke. Ich hänge an einem Ausgang. Okay. Boah, die sind echt nah beieinander. Kacke. Dann noch. Oh! Ja, er hat blöd. Er hat's wohl doch. Also ein Totem habe ich gemacht. Da ist es, ich sehe es. Geil, geile Masko. Ich hänge wieder an demselben Platz wie vorher. Er kommt zu Chantal. Mhm. Da bin ich aber nicht, mein Freund. Sehr gut. Ja, da sieht Chantal, zu dir werde ich leider nicht mehr kommen können. Hast du einen Schlüssel dabei? Diesmal nicht, ne? Ne. Vorsicht, er kommt von vorne. Jetzt kommt er. Definiere vorne. Du kannst jetzt raus, aber er kam gerade aus dem Ausgang, wo du rauskommen wolltest. Da war der gerade dabei, den Weg abzuschneiden. Ah, da ist er ja. Ja. Doch, ich schon toll. Och, ja. Er stalkt uns übrigens. Yeah. Ja. Ach ja, einer von uns wird sterben. Ich versuche jetzt einfach den Ausgang aufzumachen. Ist er bei dir? Nein. Nee, er ist bei mir. Ich habe keine Ahnung, wo die Ausgänge sind. Er ist bei mir. Bist du bei dem Ausgang oder rennst du vom Ausgang weg? Ja, ich bin beim Ausgang, aber ich renne jetzt weg. Er stalkt sich an mir. Okay, ich mach mal den Ausgang auf. Guck einfach mal, was passiert. Palette, komm! Warum ist da keine Palette? So, er hebt mich auf, also ist die Zeit. Du siehst, wo ich bin? Ja. Du bist tot? Ich bin tot, ich renn raus. Warte noch, da, also ich warte noch, da kannst du auch strugglen für die Punkte.
Aber ich kann auch nicht mehr strugglen. Ich bin wirklich tot. Ach so, du bist ja tot. Huch. Da war ich leicht verwirrt. Hm. Hättest du aufgepasst, hättest du gemerkt, dass ich schon zweimal gegangen habe. Ich hab aufgepasst. Ja, das sieht man. Unbegrenzt. Ich glaube, der hat die Perks verwechselt. Er hatte aber unbegrenzte Daten. Ja, aber das, wenn du nur das Grabsteinstück hast, beendet das Diabolik 3 trotzdem. Du brauchst das Rote, den kompletten Grabstein, dass es zusammen funktioniert. Ja, da hat er jetzt wieder was gelernt, der Gute. Und ich hoffe, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und schreibt eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein!